Okay. So. Oh, so, so. So. Nicht so hart bewegen. So, jetzt ist die Frage, wo bleibt das stehen? Okay. Wir hier in das Geheimgang? Nee. Ah. Noch ein. Okay. Kleidung vor dem riesigen Felsen ist ein Hinweis darauf, dass sich hier ein Geheimgang befindet. Versuche später zu kommen. Wir müssen uns die Karte angucken. Da. Ach so, ja, Geheimgang. Hm.
Tja, tja, wie machen wir das? Wir hätten mich ticken müssen. Okay. Aber wir brauchen da mehr Leben. Wegen Leben kaufen. Kaufen, 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 kaufen. Nein. Wollte auch nicht mehr kaufen. Tja, 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 tja. Die Level werden immer schwerer. Muss ja auch so sein. Muss auch so sein. So, dann versuchen wir das erneut. Okay, mal gucken. Ich werde echt langsam müde. So. Ist immer noch da. Ich kann ja theoretisch den Gegner einfach aus dem Weg gehen. Nein, wir müssen Gegner besiegen. So, hier hoch. Bonusfedern. Ja, ich weiß. Thank you.
So, jetzt haben wir ein bisschen mehr Life. Mann! So, jetzt haben wir den Schlüssel. Und wir hetzen. Okay, 5 Herzchen. 6. Lange noch? Da sind wir fast da. Ich glaube, ich gehe jetzt noch einmal runter. Lol. So, mal wieder ein Schlüssel. Und wir sind immer noch nicht dort. Das ist gut. Waren wir hier nicht schon? Lol, ja. So, warum ging's? Warum geht's weiter? Wieso sagt mir das keiner? Der Weg ist versperrt. Wenn ich den großen Stein wegheben könnte, könnten wir weitergehen. Du hast ein Säckchen Feenglanz im Wald versteckt. Wieso sagst du mir nichts? Gehen wir es suchen. Wir werden's brauchen. Tja. Englands. Super, super. Da wollte Tinkerbell mit uns hin. Wo ist das Säckchen, Naseweiß? Ich seh's nicht. Schau mal, Naseweiß. Wir haben Besuch. Zu spät, Peter. Der Feenglanz gehört mir. Das werden wir noch sehen, Pirat. Das ist die Frage, wie wollen wir ihn besiegen? Wie wollen wir ihn besiegen? Reicht das Schwert noch aus, bevor du... Was? Okay. Hm?
Peter Pan. Du kannst nicht zielen, Peter Pan. Nicht zielen, Peter Pan. Also wenn wir jetzt, wenn wir hier in der Ecke stehen, dann kommt das Messer nicht geflogen. Jetzt warten wir bis ein Feenstopp. Jetzt schmeißt er das zwei Messer bestimmt. Wir können theoretisch voll auf riskant gehen. Brauchen wir theoretisch nur drei Lehren, dann tanken wir die Scheiße. Ich glaube, ich mache das auch so. Weil wenn wir ihn getroffen haben, also wenn wir getroffen werden, wird er auch getroffen. Brain und so. Tja. Brain. Da brauchen wir jetzt nur noch Leben. Und dann mal gucken. So. Leben haben wir Plan verlassen. Aber ihr wisst, wie ich es meine. Du weißt, wie ich es meine. Wir weichen das Messer aus, gehen dahin, wo das Fass explodieren soll, und dann spammen wir einfach die Messer. So können wir es machen. Lässt uns natürlich dabei selber, aber muss nicht mit dem Messer zu zielen. Da brauchen wir nur Leben. Und wir haben Leben. Ah, wieder falsch rum. Oder? Ja. Da waren wir schon. Da müssen wir hin. Da kennen wir schon. Unser guter alter Piratenfreund. Aber ganz ehrlich, die Ladebalken sind echt. Also die Ladeseiten. So, wir gehen jetzt erst in der Ecke. Machen wir safe. Dann warten wir, bis das Ding kommt. Wir wollen, dass es hier explodiert. So, beim ersten Mal hat das getroffen. Jetzt noch das zweite Mal. Und das dritte Mal. Wir müssen. Man kann theoretisch auch mit dem Messer drauf zielen, aber
So, jetzt ist die Frage, das da lang. Dann geht das hier lang. Jetzt geht das hier. Ah, anderes lang. So. Zu langsam, Dicker. Wie könnte ein Junge wie du mir wehtun? Es ist riskant. Riskant ist aber mein Name. Bei mir ist noch ein. Die Frage, woher kommt es? Das brauche ich leider. Mit Feenglanz kann ich Dinge hochheben. 48, 49, 50. Herr Smee, laufen wir etwa im Kreis herum? Was haben Sie gesagt, Captain? Dieses Skelett, du blöder Schwachkopf! Ja. Und weil man keine Karten lesen kann, ist es so ein bisschen doof. Du hast eine neue Fähigkeit erlernt. Schreib einen Feenglanz, indem du Dreieck drückst. Setz ihn gegen deine Feinde oder gegen Felsen ein, um neue Durchgänge zu öffnen. In der Nähe des Ideenlandes wartet eine Herausforderung mit 8 neuen und neue Hinweise, glaube ich. Aber ich will zuerst das. Das will ich zuerst. Weil da haben wir ein verlorenes Kind gesehen. Und dann mal gucken, was wir dann machen. Also, hier wieder die Feder einsammeln. Okay, da oben rechts sieht man schon den Feenstaub. So. Wenn die Tipps immer so teurer werden, habe ich schon das Bammel davor. So. Und was kommt jetzt? Jetzt kommt nichts. Ein Hinweis. Oh, kommen wir später wieder. Das wird deine Leistungsfähigkeit erhöhen. Herzlichen Glückwunsch, du hast ein verwunschenes Kind gerettet. Du erhältst einen Teil des Flugbeschleunigers. Um die übrigen Teile zu bekommen, musst du alle 4 verwunschene Kinder retten. Los, finde sie! Wer ist schneller oder was? Weiß nicht, fällt mir nicht so auf. Ja, da kommen wir her.
So, jetzt hier unten. Nein. Upp. Leben. Leben. So, diese 60 einsammeln. So, da haben wir wieder Fast for Life. Den Feenstaub. Haben das verwunschene Kind auf dem ersten Level. Und können dann so wenig Haare reicht auf dem Kopf. So. Ja, da müssen wir hin. Mit unserem vielen Staub. Aber ich will zuerst Hinweise lesen. Dann müssen wir das hier beim nächsten Mal machen. Entschuldigung. Also Lehm. Lehmräume haben wir nicht gesammelt. Ja. 1, 2, 3. 3 Filmrollen gibt's noch. 900? 900. So, haben wir. Und den Kanonenpiraten besiegen. Wirf etwas Feenglanz auf ihn und warte. Sprengschottfallen ohne Messer zu zerstören. Du kannst Feenstaub über die Sprengstoffwerfer werfen. In Hasi finden? Hasi versteckt sich irgendwo im ersten Level, Peters Messer genannt. Verwende Feenglanz, um den Durchgang zu öffnen und ihn zu finden. Den haben wir ja schon. Level 11 finden. Von hier aus gelangst du zu Level 10, der Heimgang genannt. Finde die Piratenkleidung auf dem Boden und setze ein bisschen Feenglas ein beim Felsen. Eine neue Art, Feinde zu besiegen. Manche Feinde lassen sich nur mit Feenstaub besiegen. Bestreue sie damit, um sie benommen schweben zu lassen. Stich dann nach Bedarf mit Messer zu. Und das war's. Das sind die neuen Hinweise. Jo, aber. Wow! Ui. Was war das? Du hast also den Papagei gefunden. Ein Papagei? Ich habe noch nie einen Papagei so schnell fliegen sehen. Ja, es ist ein einzigartiger Papagei. Seine Federn sind selten. Wir müssen ihn fangen und uns die seltenen Federn schnappen. Okay. Ah, der hat ja Minispiele für uns. Minispiele. So, der Indianerladen. Papageienstrand. So, hier ist das Ende des Let's Plays. Im nächsten Part geht es weiter. Und ja, wenn ihr es noch nicht gehabt habt oder noch nicht gemacht habt, dann besucht mich einfach bei Twitch, lasst mir ein Follow da, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn ich wieder live gehe. Und wir sehen uns im nächsten Let's Play. Bis dann, ciao, ciao!